Feminismus verhält sich zu unserem Wahlprogramm wie ein Fisch im Wasser. Also zunächst muss man feststellen, und das gehört zur Grundbetrachtung, wenn man darüber redet, wie man Gewalt von Frauen verhindert, beziehungsweise etwas dagegen tut, dass man versteht, dass Frauen als Frauen Gewalt erfahren und nicht aus anderen Gründen. Und das ist eine Voraussetzung, weil man damit natürlich versteht und benennen kann, dass es immer Machtverhältnisse sind, dass es gesellschaftliche Verhältnisse sind, die durchschlagen, dass es Abhängigkeitsverhältnisse sind. Und deswegen, um sich das vor Augen zu halten, bedeutet am Ende auch zu wissen, was man tut. Natürlich finden wir es richtig, dass die Bundesregierung die Istanbul-Konvention unterzeichnet hat. Jetzt gehört aber auch dazu, dass die Istanbul-Konvention umgesetzt wird. Das ist nicht damit getan, dass man sagt, okay, man müsste jetzt mehr Frauenhausplätze schaffen, sondern man braucht zum einen natürlich eine Stelle, also wenn man formal anfängt, eine Stelle, die all das, was die Istanbul-Konvention beinhaltet, auch über die Länder und den Bund koordiniert. Das gibt es bisher nicht. Und das bedeutet auch, dass die Istanbul-Konvention in dieser Form, wie wir uns das wünschen, gar nicht umgesetzt werden kann. Die Finanzierung der Frauenhäuser, der Ausbau der Frauenhäuser, die Finanzierung und das Koordinieren auch von Hilfesystemen, das gehört alles dazu. Das, was uns ja ausmacht und wo wir anders sind als andere Parteien, ist ja, dass wir allen Frauen, egal wo sie herkommen, welchen Status sie haben, egal wie alt sie sind oder wo sie stehen, tatsächlich Zugang zu Hilfestrukturen haben. Und wenn man Hilfe braucht, kann man nicht noch darüber nachdenken müssen, ob man das jetzt selber bezahlt oder wer es bezahlt oder ob es einen Platz gibt, sondern es braucht den unbedingten Zugang zu Hilfestrukturen. Ich finde, mit dem Schutzstatus festgelegten Schutzstatus für Frauen, die Gewalt erfahren haben, bedeutet das natürlich auch für die Männer eine andere Konsequenz oder diejenigen, die Gewalt ausgeübt haben. Und ich finde das gut und ich unterstütze das und meine Partei auch. Ohne Wenn und Aber muss die Ausübung von Gewalt bei Umgangsrechtsprechung eine Rolle spielen. Und möglicherweise nicht nur eine Rolle spielen, sondern es ist vollständig klar, ein Mann, der seine Frau schlägt, der hat verwirkt, tatsächlich mit seinen eigenen Kindern allein zu sein. Aus dem einfachen Grund, erstens ist es eine Vorbildrolle, wie Eltern miteinander umgehen. Damit wird ja quasi vorgemacht oder vorgelebt, dass man Frauen schlagen könnte, wenn einem das nicht passt, was Frauen wollen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass man sich bei einem schlagenden Mann niemals sicher sein kann, was er mit seinen Kindern tut. Beginnt mit der frühkindlichen Erziehung, geschlechtergerecht und gleichberechtigt zu erziehen. Auch das findet sich in unserem Wahlprogramm wieder. Es bedeutet natürlich auch, Strukturen zu schaffen, in der Gleichberechtigung möglich ist. Das bedeutet auch Frauenquoten. Das bedeutet auch, Frauen in ihrer beruflichen Entwicklung zu begleiten. Das bedeutet gleiche Gehälter.
Das bedeutet tatsächlich auch, um Frauen zu schützen, gerade die einen migrantischen Hintergrund haben, zum Beispiel den Aufenthaltsstatus nicht an dem Aufenthaltsstatus des Mannes festzumachen. Das bedeutet am Ende auch, das Ehegattensplitting aufzuheben. Das bedeutet am Ende eine Grundsicherung für alle einzuführen und um eine Unabhängigkeit auch in der Existenz zu erzielen, was Erziehungszeiten angeht, was Weiterbildungszeiten angeht. Also am Ende ist unser ganzes Wahlprogramm ein großes Paket davon, abhängig machende gesellschaftliche Verhältnisse aufzulösen und damit natürlich auch den Schutz von Frauen besser gewährleisten zu können. Eins ist klar, 13 Milliarden sind faktisch kein Geld. Und wenn man sich vor Augen hält, dass wir einen Bundeshaushalt mit etwa 500 Milliarden Volumen haben, dann zeigt sich, was 13 Milliarden der jetzigen Bundesregierung wert sind. So. Also ich kann Ihnen sagen, dass natürlich Frauenpolitik für uns eine wesentlich größere Rolle spielt, als es bisher der Fall ist. Das wird sich aber über die Ministerien auch erstrecken. Weil natürlich die Bildungsfrage ist genauso eine feministische Frage, wie sie die Umweltfrage am Ende ist, auch wenn das gerade nicht so aussieht, oder Arbeitsmarktpolitik, all das sind feministische Themen, die auch dann spezifisch beantwortet werden muss. Am Ende geht es um die Grundhaltung. Für mich hat das bedeutet, dass ich mein Kind immer dazu versuche zu erziehen, anderen nicht als Mädchen oder Jungs zu begegnen, sondern in der Offenheit des eigenen Seins. Und dass er auch versteht, dass seine Mutter schwer unterwegs ist, um politisch auch Sachen zu erreichen. Was dazu führt, und das sehr konkret, dass mein Mann die Erziehungszeit übernommen hat und dass er einen Hauptteil auch der Erziehungsarbeit trägt. Und ehrlicherweise sehe ich gar nicht ein und ich habe auch die Möglichkeit, warum ich mich nicht selbst verwirklichen soll. Ja, ich weiß, dass das auch nicht selbstverständlich ist. Das ist mir durchaus klar. Und auch ich habe in meinem Leben auch in einer anderen Beziehung Gewalt erfahren. Von daher habe ich durchaus ein großes Verständnis dafür, was das bedeutet. Und dass man das auch als Frau nicht immer gleich sieht, was da eigentlich passiert. Aber deswegen weiß ich um die Prozesse und deswegen weiß ich, warum es so wichtig ist, dass auch wir Frauen an diesem Punkt sehr zusammenhalten.